Hallo und herzlich willkommen bei Bass Tuning. Wir sind heute mal wieder am Achtergolf und zwar werden wir den Kupflügel demontieren, weil wir breite KFK-Kupflügel haben und die anpassen müssen. Das heißt, wir werden jetzt euch zeigen, wie das funktioniert. Wir sind natürlich wieder beim Simon, Kfz Simons. Und genau, dann werden wir anfangen. Wir haben ein Problem. Also wir denken, normalerweise müsste die Tür raus. Aber wir haben da einen Trick gefunden, wie es geht. Müsstet ihr aber zu zweit machen, weil alleine ist das echt bescheiden. So, wir machen zuerst die Tür auf. Und dann haben wir hier hinten, drücken wir die Clips durch. Das sind zwei Stück. Dafür muss natürlich auch die Radarschale raus. Drei Stück. Drei. Ja, ganz groß auch noch. Genau. So, die drücken wir durch, weil da ist nämlich so eine schwarze Abdeckung drin. Und diese Abdeckung muss raus, da die hier und hier verschraubt ist. Das heißt, wir können die Abdeckung aber nach oben rausziehen. Ist ein bisschen Friemelarbeit. Es funktioniert aber. So, dann ist das hier raus. So, einer muss jetzt hier also oben stehen und das Ganze ein bisschen zu sich drücken. Dann packt einer hier oben und zieht leicht an. Beziehungsweise der könnt ihr schon ein bisschen anziehen. Und die Clips werden sich halt immer wieder am Kupflügel so ein bisschen einrasten. Jetzt kommen wir schon ein bisschen mit dem Stück für Stück. Warte mal. Okay. Ich glaube, ich hänge da oben. Jetzt. Ja, so, paar Mal gemacht. Schon geht's ein bisschen schneller. Ja. Das ist auch so eine Art Gummilippe, also in der Regel verkratzt du die Türkante, Türlippe nicht. Die Türkante. Dann dreht ihr sie zum Schluss so ein bisschen raus. Mit dem letzten Clip. So sieht das Teil dann aus und diese Clips, die sind halt eben hier in der Kupflügelwand drinnen und die verkeilen sich immer wieder ein bisschen. Genau, dann haben wir jetzt innen zwei Schrauben. Die sehen wir jetzt hier, einmal hier oben, das ist jetzt 8er, glaube ich. 10er. Und einmal hinterm Stecker. Die können wir jetzt aber einfach rausnehmen, weil bis jetzt... Ja, dass wir das mal besser hinkommen. Mit der, auf den hinterm Stecker kommen wir da. Mit der Verlängerung. Türkante vorne. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob VW tatsächlich angibt, die Tür auszubauen. Das wissen wir natürlich nicht. Wir haben es jetzt mal so versucht zu lösen, weil es ist natürlich immer ein ziemlicher Aufwand da mit dem Tür einstellen und sowas. Gut, dass das so geklappt hat. Dann haben wir hier am Kupflügel überall natürlich noch Schrauben. Diese beiden hier müssen raus. Aber das gehen wir jetzt gleich nochmal durch. Die Leiste hier oben muss runter. Die Windschutzscheibenleiste, die einfach ein bisschen anziehen. So, schon unten. Einfach nur, das geht auch mit einer Hand. Da haben wir 8er. 8er Schrauben. Dann geht's hier vorne weiter. Da brauchen wir eine 10er Langnuss. Und zwar nehmen wir hier die beiden raus. Genau. Und das Teil muss man tatsächlich lösen. Genau, das hier oben notfalls ein bisschen warm machen, wenn es ist. Gut, dann haben wir hier oben noch drei Schrauben. Dann können wir den Kupflügel schon runternehmen, leicht zu euch schieben. Stopp. Haben wir unten noch zwei Schrauben. Unten? Unten haben wir noch Schrauben. Achso, ja. Da haben wir noch zwei Schrauben.
Gut. Am besten ist es immer, ihr lasst hier oben die Schrauben bis zum Schluss drin, weil dann habt ihr es nicht so schwer, weil die leichtesten Schrauben immer am Schluss. Gut, dann haben wir einen Kupflügel unten. Das Ding ist, wiegt vielleicht 1,5 Kilo, wenn es hochkommt. Also sehr gespart. So, breite Kupflügel haben wir bereits hier. Aber das wird ein anderes Video. Das war jetzt so das Tutorial. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend und Nacht. Vielen Dank an den Simon. Und genau, weitere Videos in der Videobeschreibung. Bis dahin. Ciao.